D400R digital in weiß in meinem Fall. Ich bekomme öfter Fragen gestellt in Foren, bei Reddit und bei YouTube, wie ich das ganze RGB angeschlossen habe an das Gehäuse. Die Besonderheit beim P400A ist, dass man ARGB, also Digital RGB, wie es Fantex nennt, übers Gehäuse selbst steuern kann. Das heißt, die Lichteffekte, die Farbauswahl und so weiter, und man nicht auf die Software von den Mainboard-Herstellern angewiesen ist. In meinem Fall ist es so, dass ich die AIO, meine Cooler Master ML240L RGB, leider trotzdem über das Mainboard steuern muss, weil ich die normale RGB und nicht die ARGB-Variante gekauft hatte. Genauso den RAM lässt sich natürlich auch nicht übers Gehäuse steuern, da der direkt auf dem Mainboard sitzt. Dann wollen wir mal loslegen, und zwar aus dem Gehäuse selbst kommen drei Kabel, die für RGB zuständig sind. Zuerst muss man natürlich den RGB-Controller an den SATA-Anschluss anschließen. Das ist dieses Kabel hier. Es muss quasi mit dem Netzteil verbunden werden. Dann haben wir ein Kabel, das ist in dem Fall aber jetzt eigentlich unwichtig. Das ist dieser 3-Pin-Anschluss hier. Den kann man direkt aufs Mainboard stecken, sofern es einen ARGB-Header hat. Also das 3-Pin 5 Volt. Auf keinen Fall auf einen 4-Pin 12 Volt stecken. Damit richtet man mehr Schaden an, als dass es gut ist, und wird auch nicht funktionieren. Wenn man den Stecker aufs Mainboard steckt, der ist hier auch beschriftet mit MB DRGB 3-Pin, dann funktioniert die Gehäusesteuerung von ARGB nicht mehr, wird damit außer Kraft gesetzt, und man kann die ganze Steuerung der Lichteffekte über die Mainboard-Software vornehmen, was ich in meinem Fall aber nicht möchte. Dann haben wir noch zusätzlich ein Kabel rauskommend, und damit irgendwo rum, da haben wir es. Und zwar ist es dieses Kabel hier. Beim Fantex 400A Digital werden drei ARGB Frontlüfter mitgeliefert. Die kann man verbinden, sind selber Daisy Chain fähig. Und zwar werden die in diesen Stecker eingesteckt. Auch 3-Pin. Und am Kabel dran ist auch noch ein normaler 3-Pin-Anschluss, in dem man Fans von Fremdherstellern einstecken könnte. Was ich in meinem Fall auch mache: ich habe die Frontfans ausgetauscht gegen drei Alpenföhn WingBoost 3 ARGB in der Highspeed-Variante in weiß, und habe die Original-Gehäuselüfter, die drei, als Rear- und Top-Exhaust-Fans installiert. Und zusätzlich zwei Fantex Digital Neon Stripes und zwei ganz normale LED Stripes verbaut. Was man aber dann sieht, wenn das Ganze fertig zusammengebaut ist. Ja, und zwar ein wichtiges, mal vor dem ganzen Kabelgewirr hier nicht berühren lassen, das habe ich jetzt bloß gerade alles auseinandergerupft. Und zwar die drei Alpenföhnlüfter haben solche ARGB-Anschlüsse, und ich habe das Dreier-Kit gekauft. Da wird ein Adapterkabel mitgeliefert. Das heißt, ich kann alle drei Lüfter mit dem Adapterkabel an einen Anschluss stecken, und zwar den ich euch gerade gezeigt habe, welcher vom Gehäuse direkt kommt. Wollen wir jetzt verbinde ich erstmal die drei Alpenföhnlüfter mit dem mitgelieferten Adapterkabel. Und das Ganze wird dann mit dem Kabel verbunden, das ich euch gerade gezeigt habe. Und damit sind die drei Alpenföhnlüfter ans Gehäuse gekoppelt. Jetzt haben wir natürlich noch die drei Originalfans. Die
Ich habe jetzt mal noch nicht auseinandergenommen. Wie gesagt, die sind Daisy-Chain-fähig. Ich nehme mal einen vom Gehäuse raus. Das ist, kommt in dem Fall von hier. Das heißt, ich nehme einen auseinander. So. Die Originallüfter haben so ein ARGB-Kabel dran. Und das wird jetzt mit demselben Kabel verbunden, an das ich vorhin die Alpenföhn angeschlossen habe. Und kann, ich stecke jetzt erstmal wieder zurück, wo sie waren. Dass das Daisy Chain wieder funktioniert. Zusammengesteckt. Sind die drei verbunden und dieses Kabel hier, das noch einzeln von hinten kommt, das geht zu den Digital Neon Stripes. Das kommt jetzt auch an das Kabel, an den letzten Lüfter sozusagen ran von den Original Fantex Fans und ist damit auch per Daisy Chain verbunden. Und jetzt kann ich im Prinzip die Digital Stripes und alle 6 Gehäuselüfter über den Anschluss vom Gehäuse selber steuern. Ja, wenn ihr noch Fragen haben solltet, dann einfach in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, ich kann weiterhelfen. Und ja, viel Spaß beim Zusammenbau und viel Spaß mit eurem Fantex P.